Mal kurz gucken. Tut mir leid. Zack, zack. Ich vertan in der Etage, bevor es irgendwer sich aufregt, dass ich sein Regen uns doch nicht auf. Nein. Naja. Nö, nö. Wir doch nicht. Nein, 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 nein. War das denn? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo hatte ich doch. Hatte ich denn meine Tasche gemacht? Ja? Nein. Das ist schon wieder zu hoch. Wo hat der Junge sich denn den hier bauen? Da war das doch weiter höher. Nee, da unten drunter war's. Da ist das. Lums. Lums. Oh je, nur noch ein Herz. Na, wunderbar. Besser kann der Abend ja nicht laufen. Nicht wieder sterben, ne? Nee, ich hab schon Brot gegessen, ganz brav. Nee, das war deine Etage, ne? Das ist meine Etage, ja. Hä, dann, wo ist denn jetzt meine Etage? Das ist doch gar nicht. So groß ist der Turm auch wieder nicht. Naja. Man weiß es nicht. Hast du mal ein paar Fackeln aufgestellt? Ja, das hier, wo ich. Nein. Hä? Nee. Jetzt bist du zu hoch wieder. Ich gehe jetzt trotzdem mal weiter, hoffentlich, dass das doch weiter oben war und ich. Irgendwie, ja doch, das war weiter oben. Jetzt bin ich auf der richtigen Etage. Ja, jetzt gehen wir alle rauf. Da oben muss noch abgebaut werden. Alles Gute kommt von oben. So. Bauen wir jetzt hier ab? Genau, das muss noch abgebaut werden. Alles, was hier steht? Ja, die Außenwände. Auch das Glas, ja? Ja, auch das Glas, nur der Stein natürlich nicht. Okay. Sonst. Das Holz auf der Außenseite auch weg, ja? Also guten Tag. Ja, alles Hallo. Außer den Stein. Mhm. Mhm. Ihr kommt dann in einer Hälfte in Ricos Unterkunft. Hier Apartment hin, auf der anderen Seite dann vom Fasker. Das ist auch ein bisschen größer hier. Und Anni hat erst dann weiter unten halt, ja. Zack, hier kommt genau. Das nicht hin. Ich mag nicht gerne oben leben, weißt du. Genau, und darüber hat man ja dann die Aussichtsplattform, genau. Auch lieber unten. Berg, ich bin höhenängstlich. Richtig. Ach so, stimmt, dann bin ja nur noch ich oben, ja. Baut sie ein Imperium auf. Unterirdische Gänge. Was kommt sonst auf dieser Etage dann da noch hin, Cedric? Ne, wenn du auf der einen Hälfte dann dein Apartment hast, kommen an der anderen Hälfte dann wahrscheinlich Unterkünfte oder so Büros. Ja, vielleicht eine Unterkunft wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht, es gibt ja auch langsame Besucher. Genau. Sag ich mal. Kommt dann wahrscheinlich oben noch das Kaffee rein, aber das wird dann wahrscheinlich im späteren Let's Play-Verlauf noch da zukommen. Ja, weil alles schaffen wir einfach nicht heute, das muss man einfach mal so sagen. Und so langsam vergeht mir halt persönlich auch irgendwie die Lust, weil so nach 3 Stunden, ja. Tja. Ich kann ja mal kurz schauen, ja, aber fast 3 Stunden. Unsere Apartments sollten wir schon fertig haben und die Kuppel so mit Glas. Das ist, glaube ich, schon Minimum. Der Mond geht schon wieder auf bei mir. Ich bin nicht weiter oben. Da sieht man das ein bisschen eher. Aber es könnte gleich finster werden. Ja. Sonne ist am runterziehen schon wieder. Ja. Ist jetzt quasi Nachmittag. Ach ja. So. Der Traum von der eigenen Etage. Ja, irgendwie schon schade. Bei euch vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber. Hier oben hast du es dann größer. Ja, das war mir schon klar. Ich wollte mir halt nicht so was Riesiges einrichten, aber nun gut.
erstens kommt's anders und zweitens als man denkt. Ich bin auf deiner Schulter gelandet, Delfino. Deswegen war ich so schwer plötzlich. Ich bin mal runtergezogen. Zack. Mich hat's richtig runterzogen. Kann man denn schon schlafen? Ja, man kann schlafen. Es läutet noch nicht. Aber jetzt. Jetzt. Aber jetzt. Ich glaube, ich muss die Uhr noch mal ein bisschen ummodifizieren. Ja, sie geht nach einer Minute oder so. Oh Gott, ist der PC heiß. Oje, oje. Hui. Hui. Ja, an so einem PC ist es warm, ne? Vor allem, wenn man den ganzen Tag laufen hat. Mhm. Ja. Ach, habe ich jetzt dein Bett genommen? Ich glaube, ja. Guten Tag. Soweit ist es also auch schon, dass man sich um Betten streitet, die eigentlich völlig identisch aussehen. Ja. Das ist meine. Moment, ich geh's mal waschen. Enrico. Ich geh doch hoch. Ja, ich auch. Ja, also was ist dann das Problem? Wir haben uns verhakt. Beim Umfahren. Nein. Noch mal runter, du warst ein Stückchen weiter. Oh mein Gott, der dicke rutscht ab, auf, lauf, der dicke Film. Ich rede von mir. Ja, das war mir schon klar, aber ich weiß nicht, also ich kann darüber gerade nicht lachen. Ach mal, Enrico, verdirb uns doch nicht den Spaß. Ja, ich gebe mir alle Mühe, ja. Noch mehr. Und hier oben? 1000% lachen. Mehr. Lächeln. Genau, dieses Lächeln, wie auf die Fotos. Ja. Auf welchem heißt Foto? Lächeln, dann lachen alle komisch. Ach so, ich dachte jetzt auf meinem Kanal, Tumblr. Nö. Ich wollte gerade sagen, ich lächle doch darauf gar nicht so richtig, also so. Das fehlt noch, marketingtechnisch. Kennt ihr so aus Filmen, jedes Schuljahr. Aus dem amerikanischen Film, wo die jedes Schuljahr dieses Klassenfoto machen und die nicht lachen wollen, kriegen dann irgendwie so eine Lachsperre rein in den Mund geschoben, irgendwie so. Das kurze Frage, aber hier ist ja auch noch eine Etage. Ich weiß nicht, gehört ihr dir, Anni? Am besten. Die über den Eingang, oder? Ja, direkt über den Eingang, aber, die erste Ebene. Ich bin unter meinem ehemaligen Apartmentplatz, die Etage. Also, ich bin auf 96. Aber es gibt ja noch direkt, wenn man reinkommt, ist ja gleich eine Ebene drüber, wo noch gar nichts ist. Und ich bin eben... Und auf 100. So, zack. 11 Block hoch bin ich. Ja, ich sehe Anni, aber Moment. Aber? Am besten zeig's am besten mal Anni, welche Etage ich meine. Genau, weil hier ist ja auch noch eine, direkt über den Eingang, so eine große. Die Etage meine ich. Ob die jemanden. Die noch oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich hab nur meine Decke unten Das war schwer zu sagen. Unter dem Ding hier. Weil dann wäre doch die Etage eigentlich auch noch für mich frei, weil ich wollte ja extra nicht so ein großes Apartment haben. Ja, weil es war irgendwie so, die breit haben, kriegen eine Etage und die schmal haben, kriegen zwei Etagen oder so, irgendwie war es doch zuerst. Mhm. Ja. Es gibt aber ja hier die Ebene auch noch, da die komplette. Ja, das ist mir schon klar. So. Aber ja ich zeig's frei. Dir mal, Delfino, welche ich meine. Ja, ich komme. Kann natürlich sein. Du hast mich gerade runtergedrückt. Tut mir leid. Ich war irgendwie schneller als du unterwegs und bin in deinen Fuß reingelaufen. Die Etage meine ich. Okay. Was mit der ist. Ja, das ist die eigentlich, die... Das sieht man hier schon, das Holz von der unteren Etage. Ja, das ist nur so eine einzelne, oder? Oder ist da oben auch noch was? Ne, da oben drüber ist ja meine... Ja, das ist so eine schmale, aber relativ hohe. Genau, dann könnte ich doch eigentlich auch die nehmen. Ist die Frage, ob ich Fenster einbauen darf von
außen. Also das müsste man sich von außen anschauen, ob welche reinpassen. Nicht, ja, dass diese... am besten brauchen wir da eigentlich mal den Rat vom eigentlichen Bauherrn. Was wie, oder? Ich kann sagen, wie weit da noch irgendwo Fenster rein. Ich bin gerade voll konzentriert. Wo soll ich hinkommen? Ja. Nach unten nehme ich an. Einfach mal runter von außen und sagen, wo noch Fenster rein dürfen. Du, da hätte ich auch ganz runterspringen können, ne? Ja, nein. Ja, ich zeig dir am besten erstmal, welche Etage ich genau meine. Ja, quasi über den Fensteretagen, die es schon gibt, ist ja drüber dann eine Etage. Die Etage? Von der Etage rede ich. Ja. Die ist doch noch frei, oder? Die ist noch frei, ja. Ja, ist die Frage, darf ich hier Fenster einbauen, oder? Kannst ja gerne Fenster einbauen. Die Frage ist nur wo, damit die Optik nicht zerstört wird. Ich würde das dann sind vielleicht hier so Einzelblöcke diesen, vom Holz. Hier ja, so gleich machen, so. Dass also, du nicht so, so eine wie Wand aus Glas machst, sondern einzelne Fenster, wie zum Beispiel... Genau, so einzelne Fensterstrichlinien, sag ich mal. Einzelne Fensterlinien. Hier so eventuell so ein Doppelfenster oder so. Genau. Das so würde passen, genau. Okay. Warte, ich geb dir das. Gut, dann nehme ich die Etage. Die ist nämlich schön klein und verwinkelt. Was ist passiert? So ein schwarzer Kerl. Das heißt, du kannst dann die untere Kuppeletage. Oh. Okay. Ganz für dich weiter. Mhm. Die hat mich jetzt ich hoffe, du hast noch nicht zu viel. Ja, ja. Ah, er ist gerade aus dem Loch rausgeklettert. Ich wollte ja immer von unten gucken, wie das ausschaut. Ja, muss ich erst abklopfen, das ist alles. Runter waschen. Ja, da ist eh Wasser hinten. Das war knapp. Bin wieder da. Pool. Genau. Okay, natürlicher Swimmingpool. Ui. Naja, das schaut schon gut aus von unten, oder? Mit dem Lehm. Das hat was. Genau. Und die Etage quasi über den Eingang kann man auch noch verbauen. So, ich muss nämlich dann leider anscheinend... Also das erste Geschoss, das erste richtige. Obwohl, ja. Ich hoffe, man hört nicht zu viel Hintergrundgeräusche bei mir. Weiß ich nicht, ob das schlimm ist. Zurzeit hört man noch nicht so viel, ne? Das musst du auch nochmal Leiter dann sagen. Ja, was soll ich sagen? Sag Bescheid, dann. Wenn es zu laut wird, weil es ja deine Aufnahme ist. Ach so, natürlich. Uns ist ja wurscht, wir nehmen nicht auf. Wir sind ja da. Huch. Ich sag da Bescheid. Clement? Ja, danke. Nee. Warte mal, bei der Anni können wir mal hier schnell vorbeischauen. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Ich gehe mal davon aus, dass das extra so gebaut wurde, aber das wäre rauf, dann ein runter, wenig blöd. Schön. Genau. Cedric, ich glaube, ich muss dich nochmal kurz sprechen, leider. Ja, was gibt's denn? Hier ist auf der einen Seite ist das so ein bisschen anders gebaut mit den Fenstern. Ja, ich habe das gerade gesehen. Das kannst du gerne auch so machen. Darf ich gerne so machen, okay. Ja. Gut, dann ist ja gut. Habt ihr die vier Holz wieder hingeworfen? Weiß nicht, ob die aufgesammelt hast. Ich will jetzt wieder alles bauen und dann war es wieder alles umsonst. Das wäre ein bisschen blöd, ja. Die vier Holzbretter müsstest du eigentlich noch haben, oder? Die habe ich dir, glaube ich, hingeworfen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ja. Okay, gut. So, wie geht es jetzt hier weiter? So und so. Und so. Und da drüben dasselbe. Okay, da geht es noch nicht weiter. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ist das noch im Keller oder bleibt das ohne? Zack, zack. Im Keller ist ja quasi die Elektrik, oder? Ist da überhaupt noch Platz für einen Keller? Unter der Elektrik ist ein Keller, ja. Da geht's, wenn du dort reinkommst, da geht's nochmal rechts einen kleinen Gang runter, also eine Leiter. Da unten habe ich eigentlich den Stein abgebaut. Wenn du das meinst. Das ist das Problem. Weil das hier eins reingehen soll. Ja, genau. Das Angebot steht noch mir oben.
wenn du dich nach oben entscheidest. Ich frage sich halt nur, wie weit ich das ändern darf, ja. Müsste ich halt jetzt mal ausprobieren. Probieren geht ja über Studieren. So.